Spende würde ich mich freuen, damit ich mir was Warmes zu essen und was zu trinken kaufen kann. Vielen Dank. Hallo? Hallo? Hören Sie mich jetzt besser? Ich war auch mal eine Schraube in der großen Geldmaschine. Ich hatte auch mal so schöne Sachen an. Die Gesellschaft keine Verwendung mehr für mich. Und ich bin aus meinem Gewinde gehüpft und das Arbeitsamt hat auch keinen neuen Dübel für mich gefunden. Also bin ich zum Außenseiter gekommen. Man hat sie verarscht. Man hat sie verarscht mit den falschen Verheißungen von Glück und Erfolg. Man hat sie verarscht, als sie ihr Vaterland verlassen haben und die weite Reise auf sich genommen haben. Auf eine Reise, an deren Ende sie doch nicht dazugehören. Das ist hier die letzte Scheiße, die ich erlebt habe. Ohne Scheiß. Das glaube ich mir selber nicht. Weißt du, diese Predigerkiste hier, vergiss es doch. Wofür? Was predige ich denn überhaupt hier? Solidarität? Wofür? Ich habe euch gerade gebraucht und? Was war los? Was habt ihr gemacht? Nix! Genau, nix! Weil ihr immer nur nix macht, weil ihr immer nur sitzt und denkt, oh, das macht schon jemand anders. Ne? Draußen sieht es anders aus. Draußen, da gibt es keinen Zusammenhalt, Solidarität, das ist alles Quatsch. Das sind schöne Ideen, schöne Illusionen, aber die machen mich satt. Draußen, da gibt es Ellbogen, da gibt es Tritte im Arsch und überall. Jeder will dich hier am Boden haben, das ist es. Ich schaue mich hier um und was sehe ich? Einen Haufen Kanaken. Türken, Araber, Italiener, Griechen, Jugos, Vietnamesen, Chinesen, ne? Aber wo kommt ihr alle her? Interessiert sich doch eh keiner für den anderen hier. Alle so unterschiedlich. Verstehst du? Das Einzige, was uns hier überhaupt miteinander verbindet, ist vielleicht unser Hass auf die Deutschen. Ja! Ich hatte auch keinen Bock, zum Ausländeramt zu gehen, wenn ich umziehe. Weißt du, ihr, so ein Deutscher, der geht zum Einwohnermeldeamt. Aber wir müssen zum Ausländeramt. Da sitzen dann so Asylbewerber, Kriegsverfolgte, die sprechen kein Deutsch. Und du sitzt dann da und denkst dir, was mache ich denn hier? Wer seid denn ihr? Versteht ja eh keiner. Ich war es leid, ich hab's versucht, ich hab's nicht gepackt. So. Ja, ja, quatsch doch ruhig weiter da. Quatsch ruhig, ist scheißegal, was ich hier laber, ne? Ich bin kein Mensch, ne? Ich bin kein Mensch, ne? Guck dir das mal an, ich bin aus Fleisch und Blut, ja! Siehst du das? Das sieht doch aus wie eine Bombe. Ich meine, das soll aussehen wie eine Bombe. Okay, ich hab verstanden. Ich habe diesen Job vor 2 Tagen angenommen, wisst ihr? Ballhaus, Schermin. Komm mal her, meinte sie. Wir brauchen dich. Da ist ein jüdischer Regisseur, der will was machen. Ich so, ja klar. Ne? Und türkischer Schauspieler, jüdischer Regisseur, was passiert? Der Türke kriegt die Bombe umgewickelt. Na, ist ja klar. Moslems und Juden, ist ja klar. Weißt du, auch noch so eine Sache. Als türkischer Schauspieler spielst du nur die Attentäter, die Dealer. Ja, so dunkle Augen, dunkle Haare, das muss ja böse sein. Das kann ja nichts Gutes sein. Ja, ich sag's euch. Ihr wollt den Selbstmordattentäter? Okay, gut. Ich könnte haben, warte mal kurz.